One, two, three, four. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein weiteres Video zu dem Snake-Projekt. Ja, heute bin ich nicht alleine. Heute sehen wir den wunderschön eingeblendeten Bonecrafter. Guten Tag. Ja, und dieser wird sehr verzögert uns auch mal begrüßen. Der wird uns heute ein bisschen helfen. Und wie im letzten Part wird er jetzt sehr aktiv mitreden. Das heißt, der ist eine Quasselschrippe wie Jana. Der redet wie im Fluss. Das heißt, ihr werdet heute vollgelabert ohne Ende. Und mir hilft heute. Das heißt, es wird heute auch ein sehr lehrreicher Part, auch für mich. Ich freue mich drauf. Also, los geht's. Kann ich es ganz simpel einfach machen, dass ich, wenn mindestens zwei Spieler da sind, soll einfach nur die ganze Zeit der Armor-Stand den Spielern minus, soll einfach nur der, also ich möchte es so machen, dass wenn weniger als zwei Spieler da sind, soll der Wert auf 100 gelassen werden. Und wenn mehr als zwei da sind, möchte ich einfach nur den Armor-Stand ausführen lassen, dass er diesen Timer jedes Mal pro Tick um einen runtersetzt. Kannst du if und unless machen? Ja, manche. If, bla bla bla. Ja. Aber ich muss ja auch noch einen zweiten Comment machen, der den. Also, das muss ja runterzählen. Das muss ja nicht hoch, sondern runterzählen. Das ist ja das Problem. Machst du remove? Ja, manche. Aber ich muss ja vorher einmal den Wert auf 30 haben und dann danach auf remove machen. Das heißt, ich muss erstmal detecten, dass wenn weniger als zwei Spieler drauf sind, muss er erstmal auf 100 stehen. Wenn dann zwei Spieler da sind, muss er von 100 runter gehen oder von 30, wie auch immer. Das meine ich. SN-in geht nahe jetzt wieder nicht. If score. SN-info. So, 600 Ticks sind 20, sind 30 Sekunden, oder? Ja. Genau. Also, ich mache es einfach nur execute if SN Lobby Stand Score ist Punkt, Punkt 1, Run Scoreboard Player Set, Hashtag Timer, SN Info 600. Und halt nur, wenn der Score auf 1 ist. Ach, man kann ja doch anders testen. So. Wenn der Score auf 10 ist. Ne, wenn der Score auf execute ich denn jetzt von der vom Raute Timer? Das ist ja jetzt keine Entity in dem Sinne. Deswegen, ich kann jetzt ja nicht einfach als E-Score gleich bla 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 eingeben. Wie mache ich das denn dann überhaupt, die Auswertung? Ich meine, es ist ja kein. Gibt es dafür einen Selector, den ich auswählen kann? Für Raute-Timer? Nein. Und wie mache ich das dann im Execute-Command, dass ich von. Oder dass ich dadurch irgendwie was herausfinde? Auf weißt du was, ich mache das alles von dem SN. Lobby Stand Set. Musst du nur ein anderes Scoreboard benutzen, ne? Ja, benutze ich einfach das SN Info. Ja, da speichere ich jetzt gerade, was rechts angezeigt wird, drin ab. Mache ich einfach die Spieleranzahl. Okay, dann mache ich jetzt SN Timer. Timer. Dann mache ich nachher in die Setup. Fangt schon einmal die ganzen Scoreboards, die erstellt werden müssen, rein. Execute if. Nee, execute if. If at e. Tag gleich. SN unterstrich. Lobby unterstrich stand. Komma scores. Gleich Delay. Ja, warte. Scores gleich. Achso, du packst jetzt gerade die ganzen Scores in SN-Info, ne?
Okay, dann packe ich das mal. Also die sind jetzt nicht mehr in Delay. Gut, dann packe ich das mal gerade auch anders. Macht halt jetzt alles auf eine Entity. Ja, auf die SN-Lobby-Stand, ne? Okay, gut. So, dann gehe ich jetzt in die SN-Timer. Und da soll der Score bei maximal 1 liegen. Und wenn das erreicht ist, dann soll Run und dann sollen die ganzen Tags vergeben werden. Also wenn der Punkt erreicht ist, dann soll die Runde losgehen. Davor müssen aber schon ein paar Zwischenschritte passieren, und zwar müssen die Sekundenanzahl gegeben werden. Sprich, wenn der Score auf 600 halt steht, dann soll... Warte, wenn der Score auf 599 steht. Naja, ich bin ganz getrickst da. Wenn der Score auf, nur noch auf dem steht und minimal dem steht, dann soll ein Telwar kommen. Und zwar für... Und zwar für Jason. Diesen mache ich jetzt mal gerade. Delete all. Action Bar. Die Runde startet in... Ja, welche Farbe mache ich das denn jetzt mal? Ich mache das mal in Dark Aqua. Dann Selector. Und nehme ich einfach auch mal Texte. In dem Fall halt 30. Und mach diesen dann einfach nur mal Aqua. Und Bold. Und Underlined. Obwohl das Underlined ist vielleicht ein bisschen too much. Machen wir das Underlined weg und mach dann 30. Sekunden. Und auch das wird wieder Dark Aqua sein. So, dann öffne ich mal gerade ganz kurz wieder Atom und kopiere mir den Teil, den ich brauche. One Titel at a Tag gleich SM unterstrich Lobby. Lobby und dann in 30 Sekunden. So, und den Command, den muss ich jetzt quasi ganz oft einfach nur noch kopieren. Oder halt jedes Mal anpassen. Aber das sollte theoretisch gesehen schon funktionieren. Ist das ein bisschen umständlich gemacht? Wahrscheinlich schon, oder Baron? Ich möchte jetzt die Sekundenzahlen anzeigen. Das Problem ist, dass ja alle 20, also jeden Tick, das halt minus 1 gerechnet wird. Das heißt, es würde in 20er Schritten runtergehen. Das ist das Scheiße aus, wenn da stehen würde, die Runde beginnt in 600 Ticks, in 560 Ticks, in 540 Ticks, das ist der Kacke aus. Ich möchte das in Sekunden angezeigt haben. Und das Einfachste, was ich da jetzt machen könnte, wäre execute if der Score auf 600 steht, dann soll stehen in 30 Sekunden, wenn der Score auf 580 steht, soll dann 29 Sekunden sein und so weiter. Das ist doch die einfachste Möglichkeit, das zu übersetzen. Oder wäre das mit einem Selector und ein Operation Command einfacher. Was meinst du? Bauen. Weil das ist jetzt nämlich hart gecodet, wenn ich jetzt 10.000 Executes mache, die testen, ob der den Score bla 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 hat. Mach es so kurz wie möglich. Was? Mach es so kurz wie möglich. Okay, dann mache ich das mal weg. Aber die Frage ist, wie mache ich das mit einem Selector?
das übersetzt. Also ich rechne ja 20 Mal pro Sekunde. Und ich möchte, dass jede Sekunde eine Zahl runtergerechnet wird. Dann darf ihr quasi den Command nur alle 20 Sekunden ausführen lassen. Das heißt, ich bräuchte eine Scoreboard, die alle 20 Ticks den AAS ausführt. Das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Wohl doch, eigentlich würde das Sinn machen. Ich bräuchte eine Scoreboard, die immer bis 20 zählt und dann wieder auf 0 geht. Und wenn sie auf 20 steht, soll der erste Execute-Command ausgeführt werden. Und dort soll der Selector drin stehen, von dem Timer. Wie hieß es nochmal, wenn du auf Schild klickst, der Tag? Wenn man draufklickt, soll man SM-Lobby sein. Run Tag at Tag gleich Lobby Move. So, mal gucken, ob das dann schon funktioniert erstmal. Ich will es nur testen, ob das wenigstens mit dem Zähler schon mal funktioniert. Kann ich kurz mal meine Scoreboard anzeigen lassen an der Seite? Ja. Scoreboard Objective Set Display Sidebar. Achso, ich muss das erstmal erstellen, stimmt. Scoreboard Objectives Add SN-Timer Dummy. So. Dann Timer. Und dann mache ich jetzt mal einen Reload. So. Jetzt brauchen wir mal gerade beide die Tags. Tag. Tag at Armor einfach mal. Add. Und dann. SN-Lobby. So, eigentlich sollte jetzt was passieren. Sollte es eigentlich anfangen zu rechnen. Warte. Funktioniert dein Mechanismus gerade nicht? Oder meiner nicht? Weil meiner ist ja von deinem abhängig. Wie viele Spieler sind gerade... Welches Scoreboard testest du? Ich teste Execute, von SN Info. Ich execute if add e tag gleich SN unterstrich lobby unterstrich stand score gleich Klammer auf SN unterstrich info Punkt Punkt 1 Klammer wieder zu one scoreboard player set at s. Ne, warte, zumindest müsste eigentlich jeder, oder ich mir die Scoreboard verhauen. Ich will vielleicht die ganze Scoreboard verhauen, das könnte ja auch sein. Ja, ich habe mir die Scoreboard verhauen. Ich habe mir die Functions verhauen. Okay, gut. Das erklärt natürlich einiges. Okay, meine Frage ist beantwortet. Ich muss ein S mit reinschreiben. Add. Tag gleich. Unterstrich. Lobby unterstrich. Ich würde gerne arbeiten. Wie, du willst gerne arbeiten? Guck mal in Game. Warte. Sofort. Reload. Achso, das machst du, ja. Bitte. So. Und das wird nicht mehr debet werden, heißt, dass ich immer noch einen Fehler drin habe. Frage ist, wo? Ach, ich habe ein if-entity vergessen. Ach, Hilfe. Ich habe nach dem if ein entity vergessen. If-entity. 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 Reload. Ja. Okay. Gut. Bitte, kannst wieder arbeiten. So. Gut, das habe ich schon mal. Und dadurch habe ich gerade auch gemerkt, dass ich die Tags nicht behalten kann. Muss da noch ein Tellraum mit ins Schild, oder?
Wieder noch ein Teilraum mit dem Schild. Ja, wenn das Spiel läuft, oder reicht das so? Was für ein Teilraum muss da noch rein? Falls ich jetzt noch aufs Schild klicke. Nein. Nein, nein, das muss nicht. Das muss nicht. Ich glaube, die haben schon Augen im Kopf, die sehen das schon. Die müssen nicht nur einen Chat mit Nachrichten bekommen. Wenn es voll ist, ist es voll. So. Aber wenn ich mir nochmal Mühe gebe, dann kann ich so machen, dass ich dann später bei, wenn es voll ist und man drauf liegt, dass man in Spectator kommt. Es kommt darauf an, wie viel Zeit ich noch reinstecken möchte. So. Theoretisch gesehen kann ich das System auch als Vorlage für Slither.io benutzen. Muss ich ja gar nicht mehr so viel umändern dann. Zumindest die Startmechanismen. So. Run tag at s at sn lobby player. So, dann kopiere ich mir das ganze Ding nochmal. Packe es hier nochmal rein und remove sn-lobby. Oh ne, machen wir es mal anders. Kannst du mal bei deinem System was ändern? Oder wird das jetzt zu groß und zu schwer werden? Also ich bin fertig eigentlich. Deswegen, und zwar statt dem Tag sn-lobby soll es sn-lobby-joining oder so ein Scheiß heißen. Das heißt, weil ich möchte mit dem ersten Tag, den man erstmal bekommt, mit dem soll man einmal zum Armor-Centipede werden, dann den neuen Tag bekommen und dann den alten Tag entfernt bekommen. Und ich finde sn-lobby eigentlich perfekt, da muss ich jetzt sonst das immer verändern, deswegen. Kannst du ihn irgendwie... Also nur wenn ich aufs Schild klicke, passiert das, ne? Genau. Dann soll einmal das passieren und danach kriegst du einen anderen Tag und den Tag, den du durch Schildklick bekommen hast, soll entfernt werden. Das heißt, nenn das mal sn-lobby-rating oder so ein Scheiß. Irgendwas. So. Ist für den Zähler oder für den... Ne, wenn man drauf joint. Wenn man draufklickt. Macht er jetzt einfach sn-join. sn-join von mir aus, ja, okay. Ja. Gut. Schnitt zu Ende. Schnitt zu Ende. Das sehe ich jetzt einfach für jedes Video.